Leute, legendäre Venue wie hier, Alter, gibt es wahrscheinlich nie wieder. Ich möchte, dass ihr einmal alle eure Pistolenhände nach oben ragt und mit mir den Namen der Liga haben wir schon tausendmal geschrien. Aber haben wir schon mal geschrien, gib mir mal ein Spektakulum! Scheiße, hier gab es so viele legendäre Dinger und wir hoffen, dass das nächste auch so ein Ding wird. Auf meiner rechten Seite, der Typ macht seit ein paar Wochen ganz schön Welle. Er wird schon von einschlägigen Plattformen als der nächste Battle-Rap-Star empfohlen, Alter. Ja. Mach mal bitte richtig Lärm für Kiruma! Auf der anderen Seite, der Typ hat das alles schon hinter sich. Der ist nämlich schon seit Ewigkeiten am Start, immer konstant, ihr wisst genau, wer es ist. Mach mal bitte Lärm für Karma! Hey! Ich hab so verfickt Bock, ihr auch, oder was? Hey! Karma wird beginnen, ich halt's Maul. Let's go, erste Runde Karma. Mann, du siehst aus wie VT ohne Bachelor. Denn du bist auch so eine Mischung aus Kraftpaket und Lauch. Sein Körper sieht aus, als hat er allen hier aufs Maul. Dein Gesicht hingegen sieht überhaupt nicht angsteinflößend aus. Eher so, als würde ich mich melden, wenn ich die Mathe-Lösung brauche. Mann, bei dir gehört Körper und Gesicht separat gedisst. Ich meine, bitte schlag mich nicht, bitte verklag mich nicht. Man sieht, dass deine Mama Anwalt ist. Man sieht, dass deine Mama Schlampe ist. Sie geht auf den Straßenstrich mit einem Chai Latte in der Hand und denkt, dass sie bei einem hippen Startup ist. Mann, du schaust mit deiner Mama Dokus an. Deine Mama hingegen ist so eine Slut, ich mach dir einen Obstsalat und sie sagt, lecker Kondomgeschmack. Jetzt zwei Runden, wie hässlich du bist. Aber bist ja nicht anders gewohnt. Dein Papa klebte die Nabelschnur an die Nachgeburt und sagte, nee, das ist mein Sohn. Mann, der kam zum Elterntreffen mit Entschuldigungsschreiben für deine Hässlon-Fresse. Deine Mutter benutzte deine Ultraschallbilder als Einkaufszettel. Kleiderbügel und Schmerztabletten. Ich meine, was ist das? Du hässlicher Mutterficker! Unten so Fitster, oben aber ein Wurzstich im Haar und auch in dem Kinnbart. Du bist der Super Saiyajinger! Kame, Hame, Haare rot, du hast keine Seele. Ich steppe in die Cypher und sag, zeig mir mal deinen Penis. Nee, im Ernst, hol den jetzt mal raus. Faktencheck. Ist da wirklich Leberwurstbauch? Verpasst du Chelsea-Grinsen per Deep Throat? Sieht dein Schwanz wie eine EC-Karte aus? Hat dein Pimmel wirklich einen Bizeps? Wie sieht das Training dann aus? Und wie geht das mit Frauen? Ich meine, ein Bizeps wird bei Beugung und ein Penis bei Streckung hart und ihr G-Punkt so, au, check. Du sagst, dein Pimmel hat dein Bizeps, ich wichse dir in die Fresse und sag, hier dein Proteinshake. Dicker, was für Fitness, dicker, was für Fitness. 24-7 Cheat Day, catch mich auf Cappuccino und Piece Cheesecake mit Frauen, die aussehen, als würde ich aussehen wie Taggy oder Mikisch. Parallel dazu... Parallel dazu erzählst du, was du mit deinem Schwanz machst. Lässt aber beim Sex das Licht an, weil du allein im Dunkeln Angst hast. Das Einzige, was zu meinem Schwanz passt, Gunbars. Denn ich hab nen Schwanz so big, sieht aus, als ob ich ne Pumpgun in der Hand hab. Du liebst auch Gunbars, aber deine Bumme ist so klein, dicker, sie ist lautlos. I got a gun so big. Drive-by-Shootings heißt, ich sitze in der Waffe und schieße Autos. Also bleib bei deinen Leisten und erzähl, wie du Morganas Mama den Schwanz in die Nase rammst und man hört aus ihrem Schlafzimmer nur, Kilian hat sein Bizeps angespannt. Jo, liebe Bar, könnt ihr bitte die Flaschen in Ruhe lassen erstmal? Wir haben noch 20 Minuten, da haben wir eine Pause, dann könnt ihr da aufräumen und so weiter. Okay, erste Runde. Kiruma, let's go. Hallo an alle hier im Dilltilly-Kreis. Yeah. Viele von euch kennen bestimmt mich und meine Art gerade noch nicht. Darum will ich mich kurz vorstellen, damit ihr eine gewisse Ahnung bekommt, wer dieser Charp da überhaupt ist. Ich heiße Kiruma. Und es gibt leider einige Menschen, die zu Schaden kamen durch mich. Hab eigentlich helfende Hände, doch sie sind glitschig geworden, da sie zu oft im Blut badeten nicht. Hab vielen Leuten Leid beschert. Doch hab ich mal einem alles genommen, hab ich zwei anderen mein Ein und Alles gegeben. Die Moral von der Geschichte...
Auf eine Sünde folgen stets zwei Wohltaten. Weißt du, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe, dass mich Karma nicht fickt. Ja. Boah, ich lass Dream shreddern. Boah, ich lass Dream shreddern. Kaum tauch ich auf, siehst du mich rechts und links. MCs schreddern, der Sieg ist mein und das wirst du nie ändern. Denn ich bring paar Mean-Schemes und Elite-Paddern. Plus hab mehr Power hier in diesem Ring als ein Green Lantern. Du wirst gedroppt in einem Fight. Ich box auf dich ein, bis deine Knochen und Fleisch nur verschmolzener Brei sind. Kleiner Honk, du willst Streit? Bitch, ich mob dich so weit, bist du dein rostiges Knife. Quer durch dein One Love, der drei Skin. Ich drop Bomben wie Mike. Denn es gekonnte Gewalt, wenn eine Combo an Strikes dir gerade Pumpen ein Smile bricht. Du stoppst meinen Hype nicht. Ich knock dich im Kreis, Bitch. Teen Titans, jetzt kriegt Robin paar Sidekicks. Mich fuckt alles an dir ab, Mann, wie erbärmlich du dich gibst. Bitch, dein Pen-Game ist outplayed und auch dein Acting ist ein Witz. Dein Banksy-Shit war cringe as fuck, boy, keiner rappt die Scheiße mit. Und trotzdem steht er hier und denkt dann, er sei ehrlich noch der Shit. Tonnen von Els, die er nur kriegt, doch meine Pattern sind so sick. Josef konfrontiert Maria, Dicker, wer hat dich gefickt? Oder auch diese stetige, lass bitte meine Familie raus. Und kick auch über meine Perle nix. Ja, weil es dir peinlich ist, dass die fette Sau sich fortbewegt, wie du dein R raussprichst. Und dafür, dass du so eine Pussy bist, weißt du ganz schön viele zum Kampf, du Freak. Doch besser provozier mich nicht, Bro. Du gibst Bedard also. Rechts, rechts, links, rechts, links unten, rechts oben, links unten, rechts oben. Geht der erste an Andreas Waffencheat? Das ist weak shit, du Ho. Das ist weak shit, du Ho. Bitch, ich geb dir rechts eine linken. Oh, da liegt er auch schon. Junge, ich mache heute kein spaßiges Battle. Ich nehm dir alles weg, du Schwanz. Nix mit fair und sportlich, Pussy. Nein, ich schlacht den Knecht im Kampf. Oh, ein praller Jab, gefolgt von einer geballten rechten Hand, während du rappst, damit doch endlich in ein Parts mal etwas puncht. Für nur Verachtung für den Pisser. Ja, ich hasse den Keck, verdammt. Stomp ihn aus, vor allen Augen regnet saftig Stellen, du Punk. Benzinkanister auf ihn gekippt, mal setzt sein ganzes Camp in Brand. Und all das nur aus einem Grund. Du hast Savage Wack genannt. Zweite Runde Karma, let's go, Alter. Ey, ihr habt's ja gemerkt. Kilian ist echt ziemlich hart. Ein Kämpfer so stark. Neben dem wir Conor McGregor wie eine Lesbe mit Bart. Ey, selbst mit zwei Schwänzen im Arsch muss der nur einmal nur Homo sagen. Und er ist wieder der männliche Part. Ey, so viel Testosteron. Kein Steroid, der pumpt sich sein eigenes Sperma in den Arm. Ey, er steppt in die Cypher, rappt sich in Dage und schreit wie eine Metalbänder. Und plötzlich bekommt er Voice Cracks und betont Vokale wie Snagger es tat. Jawohl. Homeboy von wegen Contest. Das klingt, als ob du deinen Stimmeinsatz noch niemals kontrollieren konntest, aber fuck it. Du sagst, du gibst deine Alten zum Vorspiel einen Uppercut gegen den Bubble Butt. Nur hat sie so ein Arschgesicht, dass du ihr ein blaues Auge geschlagen hast. Ich meine, ich habe ihren Instagram gesehen und da postet sie so, Kilian, du bist die Sonne, die ich brauch. Und hat auf dem Foto dann so eine blasse Haut. Aber an ihrer Stelle würde ich mich auch nicht nach draußen wagen. Ich meine, ich werde von der Sonne braun gebrannt, sie von der Sonne grün und blau geschlagen. Das ist der Sonnenbank-Flavor. Influencer-Girls machen Auge auf den blauen Haken. Dein Girl hat ein blaues Auge nach dem Haken, aber nein. Deine Perle wird von dir sicher nicht verprügelt. Ich meine, ich habe deinen Liebessong für sie gehört und du bist ja voll der Süße. Lass mich dein Held sein, egal was kommt, wir stehen hier zusammen. Ja, was denn, Dicker? Du singst das. Ich kenne härtere Schlagerlieder. Wäre ich dein Girlfriend, hätte ich, nachdem du mir den vorspielst, gesagt, schlag mich lieber. Ich meine, du rappst da so, du bist ja Märchenprinz. Du,
Ein Märchenprinz. Weiß jemand, wo es noch mehr von den vergifteten Äpfeln gibt? Wenn du sagst, denn du rappst, du bist ihr Held und kämpfst gegen ihre Villains. Aber sag mal, was sie davon hält, wenn du rappst, du fickst sie gegen ihren Willen. Denn Kiduman Battle ist so, boah, ich bin der Härteste hier, ich fick dich in den Arsch. Kiduman Songs, ich bin auch gern der kleine Löffel, bitte nimm mich in den Arm. Mann, fick, was du sagst. Ist ja okay, dass du hier den Harten memst. Aber heute Abend schickst du deinem Girl erstmal ein Meme mit einer Katze drin. Und jetzt guck, wie süß die ist. Mann, die Katze wird gestreichelt, danach Spaziergang quer durch die Siedlung. Krabbelt über Knie und Faust und wird an jeder Stelle geliebkost. Kille, kille auf ihrem Skalp, Leckerlis quer auf dem Asphalt, bevor ihr mit dem fucking Wollknoll spielt und so trennt die Katze deinen Körper von deinem Geist, als wäre sie OG Kimo. Der Sandmann wartet. Der Sandmann wartet. Mann, ich glaub dir nicht, wie hart du bist. Und spätestens, als du Zepter gegen Petsday tauschen wolltest, glaub doch Gott, dass du ihn verarschen willst. Zepter gegen Petsday, das ist wie Panini-Sticker Harry Maguire gegen Messi. Ich hätte hingegen Deal, der fair ist. Bitte, lieber Gott, hol Mars B gegen Sin City nach und ich sorg dafür, dass es sein erstes und letztes Mal bei Diltily war. Time. Let's go! Yeah! Okay, zweite Antwort. Kiruma, let's go. Kama ist mein bis jetzt größter Gegner. Also dachte ich mir, ich recherchiere mal sein Shit. Keine Stunny-Bars, muss sehen, dass jedes Scheme auch wirklich sitzt. Fand seine Musik online und dachte, ich zieh mir mal den Mist. Und find vielleicht Material, womit ich ihn dann richtig fick. Bin neugierig, was er kickt, was produziert der Mann für Hits? Hör ihn dann singen, lila, lila. So wichtig ist der Sieg mir dann noch nicht. Let's go! Ich konnte mir nicht einen Track ganz durchhören. So ein Abfuck, die Pisse. Und der nennt Savage Wack. Aber bringt dann Sachen wie deine Lines schocken nicht wie ein behinderter Aal. Und ich bin wie Tsunamis am Drippen. Ja, das wird ja jetzt nur noch lachhafter. Fängst jetzt plötzlich an, keine Ahnung, Gambas zu kicken. Halt, stopp. Du hast mal Gambas gebracht? Als ob. Ich will auch, okay. Stell dir vor, deine fette Freundin stellt sich schützend vor dich, renne ich gerade auf dich zu, um dich zu hauen. Wie, verstehst du nicht, was ich sagen will? Die Kugel ist im Lauf. Oh! Meine halt, stopp. Du hast mal Gambas gebracht? Als ob. Ich will auch, okay. Stell dir vor, deine fette Freundin stellt sich schützend vor dich, renne ich gerade auf dich zu, um dich zu hauen. Wie, verstehst du nicht, was ich sagen will? Die Kugel ist im Lauf, deine Bude brech ich auf. Pussy, mein Ziel ist, dass du stirbst. Jag dich quer durchs Haus, du duckst dich vor dem Beam auf deiner Stirn. Rennst zur Terrassentür, doch bau, wo nützt der Sieben frontal sein Shirt? Denn meine Bro steht mit einer Big Machine im Garten. Finny ist in Ferb. Aber wo wir schon bei Peinlichkeiten sind. Darf ich dich fragen, was es mit dem Switch-Battle auf sich hatte? Was war das, eine Blamage? Wechselt einer immer die Seiten, um seinem vorherigen Partner zu schaden? Stell euch das doch mal im Real Life vor. Kam es draußen mit den Jungs in seiner Stadt was am Planen. Laufen nass durch die Straßen, sehen eine Möglichkeit für Schnapp, ein schlecht bewachter Laden. Maske an und zack, vor deinster Fenster mit einer Stange eingeschlagen. Dann hieß es ab mit der Ware. Sämtliches Sortiment wird in die Taschen geladen. Plus aus der Kasse das Bare. Allesamt sind vollbepackt, wollen gerade von dann in Zinaba. Werden überrascht vom Streifenwagen, nett aus wie Spannend auf sie wartet. Die Bullen schnappen die Blagen. Alle sind sich einig, dass sie zu der Tat nichts mehr sagen. Während sie in Handschellen da lagen. Nur Robin steht auf einmal neben dem Wachtmeister, die Maske noch tragen. Nur Robin steht auf einmal neben dem Wachtmeister, die Maske noch tragend, mit beiden Händen an den Hüften. Jungs, was macht ihr da gerade? Bitch. Bitch, wenn ich dir deine frisch geputzten Zähne aus dem Mund rauskicke, sprichst du Nuttenkind nur noch durch Untertitel. Ich trag die neue Ära auf meinen Schultern. Wissend Missgeburten, wie du wollen, das muss man runterbringen, aber juckt kein bisschen. Du bleibst mit dir Karma, nur mein Sprungbrett, um vom Untergrund zu dippen. Und Real Talk, in einem Acapella wird es Savage Easy deine Mutter ficken. Hey Düsseldorf, was für ein Battle! Mach mal richtig lang bis hierhin! Dritte und letzte Runde von Karma, let's go. Ey, guck mal, das Ding ist, ich bin jetzt so seit einem Jahr in Therapie. Und dort habe ich gelernt, dass ich mich auf die positiven Dinge des Alltags konzentriere. Nur fällt mir das verdammt schwer, wenn ich weiß, ich muss noch einen Part schreiben, der über Vergewaltigungen geht. Ey, ich mache zurzeit so Meditationsübungen, indem ich meinen Atem fokussiere. Und dann schaue ich ein Battle von dir, in dem du eine Fotze gegen ihren Willen fixst, bis die Schlampe dann krepiert.
Einatmen. Yo, mein Name ist 4-7 und das ist Big Difference. Heute battelt Womanizer gegen Incel. Mich nennen Frauen berauschend, während sie dich nur betäubend kennen. Ey, deine Freundin sagt, du sollst sie nicht mehr beim Duschen zu sehen. Und die Polizei sagt, du darfst sie nicht mehr deine Freundin nennen. Aber Kilian liebt es, im Bergheim feiern zu gehen. Nicht wegen Techno, weil die Girls da GHB freiwillig nehmen. Dicker, du kommst aus Wittlich. Selbst deine Stadt klingt nach Nein, ich will nicht. Ey, ich guck deine Battles und denk so, über Vergewaltigungslines kann ich nicht lachen. Cindy guckt deine Battles so, boah, geil, genau wie die Amis das machen. Man, immer dieses fast wie in Amerika. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich hab The Office gesehen, was soll ich mit Stromberg? Yeah. Aber Kilian, erklär mir, woher kommt dein Frauenhass? Es war doch ein Mann, der deine Mutter vergewaltigt und gehauen hat. Denn in deinem Song Papa erzählst du, dass er deine Mama vergewaltigt hat. Und dann kommst du in ein Battle, in dem du genau über dieses Thema Punchlines machst. Man, keine Mutter allein der Welt pfifft so hart, wie du auf ihre traumatischen Erfahrungen kackst. Ey, ich sag zu Vino Nino, du sagst zu einem Nein, hab dich nicht so. Aber ist dir ja nicht anders gewohnt. Dein Papa sah deine Vergewaltigungsbattles und sagte das erste Mal, ja, das ist mein Sohn. He's mad right now. Mich schlagen? Mach das, Bro. Hab ich verdient. Hab mich hier so oft wie ein Arsch benommen. Gib mir einen rechten Haken, komm. Doch ich schwanke stark benommen. Spuck dir mein eigenes Blut ins Gesicht und frage, war's das schon? Und das ist jetzt euer Newcomer des Jahres? Also ich kenne das alles schon. Ein Typ, der sich mit Vergewaltigungslines dann den Champions-Titel holt. Chadambos Inhalt dargeboten in der Disaster-Imitation. Und das ist die New... Disaster-Imitation. Und das ist die New Generation? Ich finde, die ist kleben geblieben wie die letzte Generation. Ja. Mein Battle-Rap ist tot. Ja, es gibt viele, die sagen, du bist der beste Newcomer des letzten Jahres. Das Ding ist, ich kenne mehr Leute, die nicht mal wussten, dass es letztes Jahr Battles gab. Glaub mir, ich habe so oft gehofft, dass Diltilly die Pandemie übersteht. Aber scheinbar steckt ihr noch drin, da euer neues Produkt nur durch Delivery lebt. Mann, und was quatsch ich hier eigentlich? 20 Battles, nie ein Classic gehabt oder den Status einer Legende erlangt. Dennoch war, ob ich auf einem Festival Koks interessanter als alle deine Battles. Bockwurst, Evil Delete, Waffencheat, ja bis heute zitieren sie mich. Von deinem letzten Battle kenne ich die Liga nicht. Was für Future of Battle Rap. Ihr seid maximal Charambos Erben und bevor ich wie er bin, seid euch sicher, dass ich weiter der arrogante Bastard mit dem rollenden R bin. Mann, im Netz seid ihr doch alle am Haten. Doch haltet hier auf den Events dann die Fresse. Aber ist okay für mich. Fühl mich hier eben mittlerweile wie auf so einer Dungeon & Dragons Convention. Nur Nerds hier, ein, zwei Frauen, sonst alles Typen. Und das wird sich nicht ändern, solange wir so misogynen Missgeburten eine Plattform bieten. Und deshalb bin ich raus. Yeah. Dritte und letzte Runde. Kiruma. Jetzt kam der aber auch mit diesem Rapey-Scheiß. Auch hab ich kassiert. Ich bin also ein Vergewaltiger. Ja, und Karma ist eine Bitch. Also was glaubst du, was passiert? Aber eigentlich ist es egal, was du heute bringst. Oder auch, wie das hier ausgeht. Selbst wenn du klar gewinnst, schreitest du nicht mehr fort. Denn dein Standing ist festgefahren, ganz egal wie gut du gegen mich performst, egal wie stark du punchst, egal wie slick du talkst, ich bin das Licht im Dunkeln, ich bin der Blick nach vorne, ey, und meine Aura schreit, ist für den Shit geboren, ey, und deine Aura schreit, Morty hat seinen Rick verloren. Über 20 Battles. Und die Leute fragen sich, warum der Freak hier noch steht. Nicht mal 5 Battles und ein paar Fans wollten mich schon in einem Titelmatch sehen, ey, und Bitch, was da los? Mach dir mal keine Sorgen, noch über mich zu schlagen, besieg du lieber mal deinen Mittier-Status. Aber an jeden, der jetzt denkt, ich bringe diesen klassischen dritte Runde Real Talk, sag ich Papalapap.
Den einzigen Real Talk, den ich für den Spaß da noch hab, ist, dass man nach nicht mal einem Jahr an mich einen höheren Anspruch hat als an dich, Bastard, nach 8. Und das ist ein Fass. Darüber hinaus will ich dich hier gar nicht als Menschen analysieren oder mit paar kritischen Diebenphrasen zum Denken animieren. Ich hab nur eins vor. Ich will ein Exempel statuieren. An jedem Wack MC, der denkt, er könnte ein Battle riskieren. Ich nehm euch alles weg bis aufs Letzte. Verfolg dich selbst in deine Träume, Wasser auf Schweiß gebadet und hechelnd. Traust dich kaum noch vor die Tür. Außer ich war bereits um die Ecke und brich sogar in Panik aus. Bist du Anzug bei wie am Essen? Sitzt in dem schönen Restaurant. Ich pack gleich wieder den Schrecken. Denn im Augenwinkel saß du eine schattige Silhouette. Dein Girl will dich beruhigen. Fass dich an deinen Händen. Lass ihn einfach vergessen und grad die Zweisamkeit schätzen. Und es klappt sogar ein bisschen. Du schaffst schon beinahe ein Lächeln. Sorry, Baby, du hast recht, es wird langsam Zeit zu bestellen. Und da komm ich im Kellner-Outfit. Schnapp das Knife aus der Weste, spring von Schmetterling in den Bauch zu Butterfly in der Fresse. Und wenn Karma noch wimmert, will seine Dame Cocktailer. Doch kaum beginne ich sie zu lecken, hab ich mehr Pilze in der Fresse als eine Last of Us-Klicker. Ich mach keinen Spaß mit euch Pissern. Seht, wie ich Karma gefickt hab. Drum schon mal Rest in Peace an J-Stone. Du bist danach dran, du Wichser. Ich bringe Panik ins Biss, Mann. Mich bringt kein Name zum Zittern. Mars, Biulo, Nice Kid Soldier. Ich hab ein paar Bars vor euch Stricher. Mir ist egal, wer mich dickt, ja. Ob man mich mag oder nicht mag. Ihr müsst nur wissen, solange ich da bin, seid ihr alle nicht sicher. Yeah! Yeah! Ah! Let's go, Mama! Legendäres, wie es das hier schon ein paar Mal gab. Und ich glaube, yeah, es ist halt geworden. Yeah. Macht Lärm für Kiruba! Yeah. Macht Lärm für Karma! Yeah. Dintili, wir sind raus! Don't let the label label you. Wir sind beim 6. Anna Weekend im Spektakulum in Düsseldorf. Das letzte Mal im Spektakulum leider, aber dafür umso krasser das Event. Wir haben ein Battle gesehen zwischen Karma und Kiruma und würde sagen, wir hatten ein verdammtes Battle, Alter. Wie krass war das denn? Erstmal vielen Dank an euch beide für diese Gänsehautmomente. Es waren mehrere auf jeden Fall. Kiruma, ich würde bei dir anfangen. Du hast dich in deiner ersten Runde so ein bisschen vorgestellt irgendwie und es hat so ein bisschen gewirkt, als wärst du dein Debüt. Hat sich's für dich auch so ein bisschen angefühlt wie eine Art Debüt? Also bei Diltili auf jeden Fall, weil es ist ja nochmal ein kleiner Step-Up von so Future of Battle Rap und Doodle, jetzt ohne dem was wegzunehmen, aber die Kulisse war größer, es wären mehr Leute da, es waren erfahrenerer Gegner als bis jetzt und das war auf jeden Fall wie mein Debüt, wie alles nochmal von vorne beginnen. Doch, schon, kann man so sagen. Karma, du, also Comeback wäre jetzt irgendwie sehr übertrieben, aber es hat schon, du warst schon letzte Zeit nicht so wirklich oft am Start. Du hast sehr hungrig gewirkt. Wie war es für dich, irgendwie jetzt auch gegen so einen hungrigen Gegner im Kreis zu stehen? Das hat es halt ausgemacht. Eigentlich war ich überhaupt nicht hungrig. Also ich hatte eigentlich komplett abgeschlossen mit Battle Rap und dann war so das Ding, dass halt meine letzten zwei Battles, die alle so halb Corona-Battles waren, übelst wack waren. Und dann habe ich dieses Battle gefixt und dann habe ich halt so seine neuen Battles gesehen und gesehen, wie viel Power der Typ hat und halt irgendwie alle Leute so anschreit und zerfleischt. Und dann dachte ich, ich muss mich doch ein bisschen anstrengen. Das hat mir auf jeden Fall gut getan. Ja. Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Du hast es ja auch thematisiert, dass du irgendwie so ein bisschen überdrüssig auch bist, irgendwie von Battle Rap, von der Community. Das heißt, das war jetzt für dich nochmal eine Motivation, ihn battlen zu sehen, dass du nochmal so Hunger gecatcht hast? Auf jeden Fall. Also Kiruma macht halt, es hat Sinniger in seinen komischen Augendingsens schon ein paar Mal gesagt, dass er halt so voll diesen Ami-Style fährt und es auf dem Level auf jeden Fall in Deutschland nicht gibt und es eine ganz andere Atmosphäre erzeugt und deswegen hat mich das irgendwie ein bisschen anders motiviert zu schreiben, weil man da halt auch anders gegensetzen muss. So.
Kiruma, das, was Karma gerade gesagt hat, hörst du, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Es ist heute auch vom Host gesagt worden, irgendwie auch so immer wieder Thema, dass du so die große Newcomer-Hoffnung bist. Erzeugt das Druck bei dir oder pusht dich das eher? Beides auf jeden Fall. Also, man fickt sich ja schon ein bisschen den Kopf, aber es ist auf jeden Fall auch ein großer Ansporn, weil natürlich darfst du dann, wenn dann so welche Erwartungen an dich gestellt werden, darfst du dann auch nicht enttäuschen oder willst du nicht enttäuschen. Und man hat ja Ziele und man will ja auch so gut es geht abreißen. Aber wenn dann einem jeder sagt, ey, du fickst den, du zerfrisst den, du machst alles mit dem, dann denkt man sich schon, ja, okay, aber der kann auch was, so hallo? Und das ist aber schon auch ein gutes Gefühl, muss man sagen, irgendwo. Bestimmt. Du sagst es gerade schon, er kann auch was. Also zumindest jetzt gerade fühlt es sich auf jeden Fall so an, als hätte Karma noch nie so krass abgerissen, sag ich jetzt einfach mal, direkt nach dem Battle. Ich fand, es war eine ziemlich starke Leistung. Mit was für einem Karma hast du gerechnet? Also wie hast du... Was für einem Karma? Naja, ihr wisst, was ich meine. Es war vielleicht ein kleiner Front, sorry, aber... tatsächlich mit genau diesem Karma, weil, wie man schon sagt, wenn ich jetzt überall hier als Newcomer-Hoffnung angesprochen werde, dann, das hat Jasenik auch gesagt, der wird das ernst nehmen. Und ich dachte mir auch, okay, der nimmt das höchstwahrscheinlich ernst und ich werde wahrscheinlich einen der besten Karmas jemals kriegen. Und ich war trotzdem noch überrascht, wie stark er war. Also muss ich nur Props und Respekt rausgeben. Also ich will das auf jeden Fall nochmal gucken. Ich hatte die ganze Zeit Pappmaul, ich habe gefühlt, ich hatte wirklich teilweise das Gefühl, ich konnte die Energie nicht matchen. Einfach weil ich die ganze Zeit... Und deswegen, aber hat Spaß gemacht. Und der Karma, ich hätte mir keinen anderen gewünscht, weil alles andere wäre doch kacke gewesen. Ne? Wir wollen doch krasse Battles. So ist es. Er ist dir extrem nahe gekommen. Aber okay, sehr schön. War aber irgendwie auch absehbar, wenn man seine Battles kennt. Ja, es ist nicht so, als wärst du vorher noch nie irgendwie Gegnern oder Gegnerinnen sehr nahe gekommen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es heute noch mal eine besondere Spannung in der Luft lag. Bist du schon noch mal ein paar Steps weitergegangen? Ich habe mir das halt so ein bisschen gedacht, dass ich natürlich, wenn er mir die ganze Zeit so Dinge halt so voll nahe kommt, dann muss ich das irgendwie matchen. Und ich habe ja auch das ein oder andere Ami-Battle gesehen und habe mich dann so ein bisschen angepasst mit diesem immer wegdrehen und einen Schritt vorgehen, wenn er einen Schritt macht und einfach so ein bisschen, aber das gleiche Gefühl hatte ich bei Mars B damals auch schon. Der macht das ja auch sehr gern und ja, das ist halt, ja, doch, safe. Also eigentlich das ganze Battle, aber vor allem auch am Anfang, nachdem du dich so vorgestellt hast, hattest du eine krasse Reim- und Punchline-Dichte, auch in einer sehr krassen Geschwindigkeit, die eigentlich sehr ernst und irgendwie düster gewirkt hat. Und dann hattest du aber zwischendurch so Lacher, die das irgendwie total aufgebrochen haben. Ich würde gern wissen, ob das so auch genauso dein Plan war und ob das eine Challenge ist, da irgendwie dann so lustige Momente reinzubauen, wenn eigentlich die Stimmung gerade ganz anders ist. Auf jeden Fall. Also, wie sage ich das jetzt am besten? Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur so hier den Haken markieren würde, dann wird das ja irgendein Image wiedergeben, wo ich sage, okay, ich bin der Krasseste, ich bin der Gangster, ich bin Straße und das bin ich nicht, das will ich auch gar nicht sein. So, ich will einfach halt natürlich die Vorteile, die ich halt irgendwie da biete, die weiß ich halt zu nutzen. Und es wäre langweilig, wenn ich nur das eine kicken würde. Darum versuche ich natürlich dann auch immer abwechslungsreich zu sein. Ich will ja nicht nur ein Battle-Rapper sein, ich will einer der besten Battle-Rapper sein. Und dann muss ich vieles können. Dann muss ich eigentlich ein gutes Allround-Paket sein. Und deswegen ist mir das auch schon wichtig, dass man auch merkt, dass ich mich nicht zu ernst nehme. Weil wenn ich dann zum Beispiel sowas mache, wo ich dann sage, ich mach so mit dir und dann so, dann will ich aber auch, dass die Leute im Hinterkopf haben, okay, das ist Battle, so, das könnte natürlich alles passieren, aber es ist jetzt, der nimmt sich auch nicht so zu ernst. So. Der kann auch mal über sich lachen, das ist auch mal... Wenn eine geile Line den mal trifft, dann ist das okay. So. Darf ich da kurz dazwischen stehen? Unbedingt. Das kannst du ja auch so nicht durchziehen. Du musst ja so schreiben, wenn du 2 oder 3 Minuten da und dann nicht so schreibst, dass du auch die Pausen hast und dann mehr redest und mal Atem holst. Da stirbst du ja nach einer Runde. Das hält ja keiner durch. Also es muss ja selbst ein Desaster machen. Der macht das ja auch nicht 5 Minuten durch. Das geht nicht anders. Deswegen... Das ist auch schlau, so zu schreiben, auf jeden Fall. Auch strategisch. Ja, nicht Stimmbandschuld, wenn man das die ganze Zeit macht. Kann ich mir vorstellen. Einer der
krassesten Momente des Battles war der Moment, wo Karma thematisiert hat, was du für Zeilen in deinen Battles bringst und quasi daneben gestellt hast, was du für einen Song auch über deinen Vater geschrieben hast. Ist die Ambivalenz, die er quasi da rausgearbeitet hat, würdest du dem quasi zustimmen? Findest du es ein valider Engel? Natürlich ist es ein valider Engel. Also alles ist ja irgendwo legitim. Und wenn ich mich jetzt hinstelle und natürlich auf einer Seite sage, hier so und so, und auf der anderen Seite sage ich so und so, kann man natürlich sagen, hey, da widersprichst du dich. Was mich erstört, ist, dass es mittlerweile schon gefühlt jeder gebracht hat. So, und da denke ich mir, okay. Ich meine, bei Karma war es jetzt auf jeden Fall nochmal gut. Deswegen stört mich das da weniger. Aber ich bin es ja auch selber schuld, ne? Was soll ich mich beschweren? So, ich muss das jetzt ausbaden, so. Und du siehst auch so quasi, du hast einen Song drüber gemacht, du hast es selber auch thematisiert und es ist klar, dass Punchlines kommen. Das war mir damals schon klar. Weil ich wusste damals schon, ich werde irgendwann mal battlen, und das ist jetzt schon gar nicht 5 Jahre her oder so. Und dann wusste ich schon ganz genau, das wird irgendwann gegen mich verwendet werden. Aber willst du machen, wenn du auch irgendwo halt ein Künstler sein willst oder auch Musik machen willst, auch wenn ich da jetzt vielleicht nicht das Vorzeigebeispiel bin, was Output angeht, aber dann willst du ja natürlich mehrere Seiten von dir zeigen. Dann willst du auch mal emotionale Sachen machen, dann willst du auch mal. Ich finde auch nichts wacker, wenn du Songs machst, damit es keine Engel werden kann. Ich finde, das ist das Peinlichste, was ein Rapper machen kann. So, es sind ja auch 2 verschiedene Disziplinen und in Songs verarbeitest du in der Regel mehr, was dir persönlich geschieht. Aber auf der anderen Seite musst du, also als Battle-Rapper muss man das ja dann annehmen. Du schenkst dir, das ist ein Geschenk. Also das ist der klassische, die personifizierte Inkonsequenz, um es in Robins Worten zu sagen. Wenn ein Widerspruch besteht, das ist das Einfachste, was du schreiben kannst eigentlich. So, ja. Letzte Frage an dich. Das war auf jeden Fall ein heftiger Moment, den du da erzeugt hast. Ich glaube, man hat auch die Spannung im Raum gemerkt. Du hast natürlich auch so einen Moment erzeugen wollen, nehme ich an, mit solchen Zeilen. Aber hast du damit gerechnet, dass es so aufgeht? Also weiß man das vorher? Du meinst jetzt dieses, ja, das ist mein Sohn, Line, oder? Was heißt gerechnet? Ich habe es mir oft erhofft auf jeden Fall, wenn du halt, das ist immer dieses klassische Gefühl, hat das in Deutschland Henry erfunden, dass du so ein Thema anschneidest und dann viel später nochmal, ich habe es mir erhofft, keine Ahnung, ich weiß nie, ob was aufgeht. Ich bin ja voll oft so, dass ich dann eine Line rap, wo ich denke, da rasten die Leute aus und dann klappt es nicht und andersrum. Deswegen versuche ich mir da gar keine Erwartung zu machen. Aber ich bin froh, dass es so aufgegangen ist auf jeden Fall. Also ich glaube, dich brauche ich nicht fragen, ob du weiterhin am Start bist. Okay. aber wie sieht's bei dir aus? Gibt es die Möglichkeit, dass dich wieder mal ein MC so hungrig macht? Oder wie ist da der Stand? Also tendenziell bin ich raus, aber sagt niemals nie. Ne? Also es ist, man kennt Lyriko, der 20-mal gesagt hat, er battelt nie wieder. Und ich habe zwar jetzt gesagt, ich bin raus, aber das kann man ja auch anders interpretieren. Deswegen habe ich mir das offen gelassen, dass ich nur aus diesem Battle raus war. Keine Ahnung, aber... Ah, oh, okay. Das war so ein bisschen doppeldeutig. Das war schon absichtlich, dass ich nicht komplett sage, das ist mein letztes Battle. Man weiß es nie. Jetzt gerade, wir sind da raus, dir ging es wahrscheinlich auch so, also boah, Classic, bla bla bla. Und du so, passt! Gib sie mir alle, komm dann. Aber nee, lass erstmal den Abend sinken und ja. Mach das auf keinen Fall jetzt aufhören, sonst kann ich mir auf die Kappe schreiben, dass ich dich in die Rente geschickt habe. Hallo? Auf gar keinen Fall, mach das nicht. Da hörst du es. Erstmal schon mal eine geile Line. Ist so. Nächstes Battle, übernächstes Battle und dann gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass wir beide wieder im Kreis sehen werden. Das war's vom Interview. Don't let the label label you. NR Weekend Spektakulum Düsseldorf. Wir sind raus. Kiruma, Karma, Karma.